Videos werden offenbar in den Strassen von Moskau gezeigt, die die Bevölkerung auf Notfälle vorbereiten sollten. Russische Medien spielen die Videos ab, westliche Experten sehen nur einen Grund. Die Clips zeigen digitale Displayboards, auf denen ein Notfallvideo der Kreml läuft. Die Bürger erklären, wie man einen Notfallbeutel effizient einpackt. Die stille Anfrage, sich auf eine Notsituation vorzubereiten, direkt neben Wohngebäuden. Es handelt sich um die Besorgnis, weil ihre Stadt zunehmend einer Militäranlage ähnelt. Krieg gerät außer Kontrolle. Am Samstag kündigte Putin in einer Rede an, dass er taktische Atomwaffen in Weißrussland stationieren wollte. Es ist jedoch nicht klar, ob die Warnvideos mit der Ankündigung zusammenhängen. Die russischen Medien versuchen, die Situation zu beruhigen, wie das Focus News Portal schreibt. Die Erklärungsvideos sind Teil einer offiziellen Kampagne, nur in allen Fällen. Westliche Experten bezweifeln dies und übernehmen eher einen verzweifelten Akt des Kremls, weil das nicht der Fall ist, gehen sie nach Plan im Ukraine-Krieg. Militärexperten vermuten Mobilisierung Moskau. Der amerikanische Militärhistoriker Chris Ohr schreibt auch über eine Verzweiflung. Nach seinen eigenen Aussagen entdeckte er eine Form auf dem russischen Telegram-Kanal, sagen sie unmittelbar bevor. Dies fällt mit früheren Anzeichen dafür zusammen, dass die russischen Behörden die Mobilisierung von Regierungs- und Rettungsdienstmitarbeitern vorbereiten, einschließlich Polizisten und Feuerwehrleute sowie mehr Zivilisten, schreibt OE. Die Liste enthält alltägliche Gegenstände wie Handtücher, Streichhölzer und eine tägliche Rationspflicht.